Klammert euch jederzeit an die Wahrheit, denn ohne die Wahrheit werdet ihr eine Lüge leben. Sonntag, 28. September 2014, 18.15 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, das Wort Gottes, wie es von ihm festgelegt wurde, und das meinen heiligen Aposteln diktierte Wort waren das Fundament, auf dem ein mystischer Leib, die Kirche, erbaut worden ist. Das ewige Wort ist das Fundament, auf dem die Kirche steht. Es ist nicht umgekehrt. Das Wort Gottes ist ewig, es ist in Stein gemeißelt. Es ist das Fundament der Wahrheit. Die Fundamente meiner Kirche können nicht erschüttert werden, aber die Gebäude, die darauf stehen, können verändert und verbessert werden. Wenn jedoch das Gebäude verändert wird, wird das Fundament möglicherweise nicht aufrechterhalten, wenn es von der Gebäudestruktur abweicht, für die es entworfen wurde. Das Wort Gottes darf niemals verändert werden, weil es sich niemals ändern kann. Denn wie könnte es das? Gott hat nicht eine Sache gesagt, nur um etwas anderes zu meinen. Die Kirche muss sich dem Wort Gottes unterwerfen. Das Wort Gottes unterwirft sich nicht jenen Mitgliedern meiner Kirche, die anders fühlen mögen. Wagt es, das Wort zu manipulieren, und ihr werdet mich, Jesus Christus, verraten. Ich bin die Kirche. Mein Leib ist die Kirche und alles, was von mir stammt, ist heilig. Solange die Wahrheit von euch, jenen meinen heiligen Dienern, aufrecht erhalten wird, könnt ihr mich vertreten. Solange ihr auf mich vertraut und mich ehrt und sicherstellt, dass die richtigen Handlungsweisen in meiner Kirche an den Tag gelegt werden, dann könnt ihr sagen, dass ihr von mir seid. Als Gott in der Kraft des Heiligen Geistes die Evangelien diktiert hat, wurde das Wort möglicherweise unter Verwendung unterschiedlicher Ausdrucksformen präsentiert, blieb aber, so oder so, dasselbe. Als Gott durch meine Propheten und Apostel sprach, die mit der Gabe des Heiligen Geistes gesegnet waren, war die Sprache klar, einfach und verbindlich. Das Gleiche gilt heute, wenn Gott zu seinen Propheten spricht. Die Sprache ist klar und einfach und wird mit Autorität überbracht, denn sie kommt von Gott. Die Worte, die von mir, eurem Erlöser, gesprochenen werden, sind getreu meinem in der Heiligen Schrift enthaltenen heiligen Wort, denn sie kommen aus derselben Hand. Daher nehmt euch vor jedem in Acht, der euch eine neue Version der Wahrheit gibt, die schwer zu verstehen, der schwer zu folgen und die vage ist. Wenn die Wahrheit verdreht wird, wird daraus eine falsche Lehre hervorgehen. Sie wird voller Löcher sein, unlogisch und das genaue Gegenteil von dem heiligen Wort Gottes. Wenn euch gesagt wird, dass Gott die Sünde akzeptiere, aufgrund seiner Barmherzigkeit, dann wisset, dass dies eine Lüge ist. Gott wird die reumütige Seele akzeptieren, aber niemals die Sünde, denn das ist unmöglich. Klammert euch jederzeit an die Wahrheit, denn ohne die Wahrheit werdet ihr eine Lüge leben. Euer Jesus.